Wie geht euch? Ich vermisse euch sehr. Ich bin Frau Sara und das ist die 13. Stunde. Grundstufe, also Lektion 6. Hast du ein Tier? Es gibt hier Grammatikregal der Akkusativ. Der Satz hier ist Subjekt, dann das Verb kommt immer nur zwei, dann Objekt. Es gibt hier einige Verben, braucht Akkusativobjekt. Was bedeutet Akkusativobjekt? In der deutschen Sprache, mafoul bih. Subjekt, dann das Verb, dann Objekt oder Akkusativobjekt. Was passiert hier? Wenn ich sage, Verb braucht nicht Akkusativobjekt, es gibt Wechselung in die Artikel. Es gibt hier zum Beispiel das Verb haben. Wenn ich sehe, das Verb haben, macht Wechselung in die Artikel. Noch einmal. Wenn das Wort hat Artikel der, wird den. Und wenn das Wort hat Artikel das, wird also das. Und wenn das Wort hat Artikel die, wird also die. Das ist der bestimmte Artikel. Englisch da, in die englische Sprache. Aber was passiert hier? Subjekt, Verb und Akkusativobjekt. Wenn das Verb wird, das Verb haben, es gibt hier ein Wort. Wort hat Artikel der, wird den. Aber wenn das Wort hat Artikel das, wird also das. Oder wenn das Wort hat Artikel die, wird also die. Zum Beispiel, ich habe den Hund. I have the dog. Ich, ähnlich I, haben, ähnlich Verb to have und den Hund, ähnlich the dog. Es gibt hier Nummer 1 Subjekt, Nummer 2 Verb und Nummer 3 Akkusativobjekt. Und das Unterschied wird den Hund, nicht der Hund. Kann ich sagen, ich habe und schweige? Nein, ich muss sagen, ich habe den Hund. Und diese Wechselung passiert also in die unbestimmte Artikel. Den wird einen und das wird ein und die wird also eine. Ich kann sagen, ich habe den Hund und ich habe einen Hund. Den Hund, einen Hund. Ich benutze den oder einen mit Nummer 1, mit Verb haben, Nummer 2, maskulin, der, Muzakkar. Es gibt hier viele Beispiele, damit ich kann das verstehen. Zum Beispiel, ich habe den Fisch, ich habe das Kaninchen und ich habe die Kuh. Die Wechselung passiert hier mit den, nicht der Fisch. Den Fisch. Denn es gibt zwei Bedingungen. Das Verb haben, Nummer 1, ich habe, ich sehe das Verb haben. Und Nummer 2, hier gibt es ein Wort, hat Artikel der. Der wird den. Und hier, ich habe das Kaninchen. Wenn das Wort hat Artikel das, wird also das. Ich habe die Kuh, wenn ein Wort hat Artikel die, wird also die. Und hier es gibt Beispiele von unbestimmten Artikeln. Ich habe die Kuh, unbestimmter Artikel wird, ich habe eine Kuh. Die Kuh wird eine Kuh. Hier,
Ich habe das Kaninchen, wird, ich habe ein Kaninchen. Das wird ein. Aber mit maskulin, muzakkar. Ich habe den Fisch, wird, ich habe einen Fisch. Es gibt zwei Dinge. Das Verb haben, Nummer zwei, und Wort hat Artikel dir, wird, den oder einen. Abkürzung. Wir haben das schon gelernt. Der wird ein. Das wird ein. Die wird eine. Aber wenn ich sehe, das Verb haben und Wort hat Artikel der, wird den oder einen. Schau mal hier. Wenn ich sehe, das Verb sein oder ist, ich benutze der oder das oder die. Das ist der bestimmte Artikel. Der Fisch, der Strauß, der Papagei, der Hund. Das Kaninchen, das Pferd, das Meerschweinchen, die Kuh, die Maus, die Katze, die Schildkröte. Und der unbestimmte Artikel von der wird ein. Unbestimmte Artikel von das wird also ein. Unbestimmte Artikel von die wird also eine. Aber wenn ich haben sehe in der Satz, es gibt Wechselung von Artikeln. Der wird den. Den, das wird also das. Und die wird also die. Wenn ich haben sehe, den Fisch, den Strauß, den Papagei, den Hund, das Kaninchen, das Pferd, das Meerschweinchen, die Kuh, die Maus, die Katze, die Schildkröte. Und unbestimmte Artikel wird den oder einen. Das wird also ein und die wird also eine. Es gibt hier Wechselung von der wird den. Mit nur Verb haben. Es gibt also viele Verben in der deutschen Sprache. Aber hier, wir studieren oder lernen nur Verb haben. Das ist die Seite 38 und 39 im Booklet. Wir können das miteinander lösen. Wähle aus den, das, die. Nummer 1. Ich habe Katze. Katze hat Artikel. Der oder das oder die. Die Katze. Und die Katze wird mit Verb ist, sein oder mit Verb haben, die Katze. Habe, die Katze. Nummer 2. Meine Mutter hat Schildkröte. Schildkröte hat Artikel. Mit Verb haben, die Schildkröte. Und hier, ich habe Papagei. Papagei hat Artikel der, aber es gibt hier Verb haben. Ich schreibe der Papagei oder den Papagei. Ich schreibe den Papagei. Hier, mein Opa hat Maus. Maus hat Artikel die Maus. Und hier, ich habe Pferd. Pferd hat Artikel das. Ich schreibe das Pferd. Und Nummer 6, Benno hat Kuh. Kuh hat Artikel die. Ich schreibe die Kuh. Lisa hat Fisch. Oh, es gibt hier Fisch. Fisch hat Artikel der oder das oder die. Der Fisch. Aber hier das Verb haben. Ich benutze der Fisch oder den Fisch. Nein, den Fisch. Wir haben Strauß. Strauß hat Artikel der oder das oder die. Der. Aber es gibt hier Verb haben. Ich schreibe der Strauß. Nein, ich schreibe den Strauß. Und hier, ihr habt Meerschweinchen. Meerschweinchen hat Artikel das. Ich schreibe das Meerschweinchen. Hier, er hat Hund. Hund hat Artikel der. Ich schreibe hier den Hund. Oh, Achtung bitte, es gibt hier Verb haben. Hat, ich benutze den Hund. Nicht der Hund.
Und hier, das ist Seite 39, 40 im Booklet. Ich benutze hier ein, einen oder eine. Achten bitte, es gibt hier Verb haben. Alle Sätze enthält Verb haben. Nummer 1. Ich habe Katze. Katze hat Artikel der oder das oder die. Die Katze. Und die Katze wird ein oder eine Katze. Nummer 2. Ich habe Papagei. Papagei hat Artikel der Papagei. Ich schreibe hier der Papagei. Aber es gibt hier Verb haben. Ich benutze der Papagei. Moment mal. Der Papagei und ich benutze hier einen. Warum? Ich habe hier Verb haben. Ich schreibe nicht der, ich schreibe den Papagei. Den. Und den wird einen. Und hier, ich habe Pferd. Pferd hat Artikel das. Das wird ein Pferd. Und hier, ich habe Kaninchen. Kaninchen hat Artikel das wird ein Kaninchen. Die wird eine. Das wird ein. Der wird ein. Und den wird einen. Hier, ich habe Meerschweinchen. Meerschweinchen hat Artikel das. Wird unbestimmt Artikel ein. Ich habe Hund. Hund hat Artikel der. Der, und es gibt Verb haben. Der wird den Hund. Und den wird einen Hund. Denn ein Hund ist maskulin. Nummer 7. Ich habe Fisch. Fisch hat Artikel der Fisch. Der Fisch. Mit Verb haben wird den Fisch oder einen Fisch. Ich habe Schildkröte. Die Schildkröte wird eine Schildkröte. Ich habe Maus. Die Maus wird eine Maus. Und hier, ich habe Kuh. Wird Kuh hat Artikel die, wird eine Kuh. Und hier, ich habe Strauß. Strauß hat Artikel der, der mit Verb haben, wird den Strauß oder einen Strauß. Ich kann hier sagen, dass das Wort hat Artikel der, mit Verb haben, wird den oder einen. Die Stunde hier kommt zu Ende. Konzentriert bitte, folgt meine Videos, lernt viel. Danke und auf Wiedersehen.